Der eine hat kein Mikro, der andere kein Internet. Ich bin gespannt, ob das hier funktioniert. Sowas gibt's nur im Fußball. Digga, dann ist Musik und Fußball, ne, sind die beiden Sachen, auf die wir Menschheit richtig stolz sein können. Es ändert sich nicht. Jede Woche die gleiche Scheiße. Meine Nerven werden einmal angespannter und ich weiß, das wird mir nicht besser gehen in zwei Wochen. Wichtig ist auch ein Platz. Der einzig echte und einzig wahre Fußball-Podcast mit Nico Beckspin, Pedder und Onkel Pillow, powered by EA Sports. It's in the game. Moin und alle herzliches Willkommen zum einzigen, nach wie vor belegten Fußball-Podcast auf dem ganzen Planeten. Wichtig ist auf dem Platz. Und nachdem ich eine Woche Pause gemacht habe, habe ich, ne? Ich war nicht dabei, ne? Haben wir jetzt wieder neue Folge. Erstmal hallo in die Runde. Moin Pillow, moin Peter, wie geht's euch? Moin, moin. Wenn aber Hoschgerdin ist. Ach stimmt, du bist wieder irgendwo, du bist wieder irgendwo beruflich, da wo es den besten Köftespieß gibt wahrscheinlich? Nee, Iskender. Ich bin gerade in Bursa, der Stadt, aus der Iskender kommt. Mein Gott, warum tue ich mich nochmal so schwer? Die Stadt, aus der Iskender kommt. So. Und ja, kam ich zwar heute noch nicht in Genuss, aber morgen Abend gehen wir nochmal eine Runde essen und dann schauen wir nochmal. Du weißt, dass wenn du im Bursa bist, erkennst du daran, wenn du dein Iskender steht schon auf dem Tisch und alles, ne, dein Brot und das schön knusprig und Fleisch drauf und schön Soße drauf. Aber dann kommt der große Abi mit der Pfanne mit so geschmolzener Butter und der macht so ein bisschen geschmolzene Butter über dein Fleisch. Du bist so, Busse einig, ich rufe jetzt schon Kardiologe an für nächste Woche, Alter. Aber dann weißt du, dass du in Bursa bist. Ja, sehr gut. Und Peter, bei dir ist ja so ein bisschen die Sache, ich weiß, wir dürfen nicht öffentlich darüber sagen, wo du dich gerade aufhältst, aber fragen wir es anders, geht's dir gut, da wo du bist? Mir geht's gut. Ich glaube auch, diesen Witz, ne, den wirst du noch so lange witzig finden, wie es geht. Ja, guck mal, also ich würde, sag mir so, 2 von 3, also über 60% finden den Witz noch witzig und solange er eine 2/3-Mehrheit hat, zieh ich ihn durch. Und er scheint gerade auf eine 3/4-Mehrheit angewachsen zu sein, habe ich das Gefühl. Ja, voll. Das ist übrigens der Dingens. Ne? Wir haben schon, ja, nicht immer, aber erst hatten wir einen Running Gag, der hat sich einfach so ausgeschlichen, ne? Was heißt Running Gag? Also den Fakt, dass ich über 1300 Kreisliga-Einsätze hatte, ne? Ja, das ist ja etwas, was du einfach nicht mehr erwähnst. Ja, ja, richtig. Habe ich irgendwann aufgehört zu erwähnen, weil es so selbstverständlich geworden ist, aber das wurde dann ersetzt durch den Aufenthaltsort von Peter, sofern er denn Peter heißt, mit bürgerlichem Namen. Ja, gut, und es gibt eine lustige andere Anekdote. Leute sind etwas auf der Spur, Pillow. Ich krieg so Leaks geschickt von einem Skandal, dass da offensichtlich ein Typ unterwegs ist, der Meinung ist, er ist der Urheber von diesem Jingle. Ja, habe ich gesehen. Das ist Fake News, Digga. Achso, du weißt irgendwelchen Jingle. Ja, der Jingle, um den es geht, den ist natürlich. Jetzt sammel doch nicht immer dazwischen, Mann. Ich wollte schon 5-mal starten. Du musst los, mach. Ich esse ja einfach da. Meinst du nicht ernst? EA Sports. It's in the game. Vielen Dank an unseren Partner und vielen Dank, dass Sie so lange an unserer Seite sind und auch diese Folge wieder begleiten werden. Denn ich habe Nachrichten. Ich hab diesen Dude gesehen, der ist fake, ne? Der ist fake. Hört doch mal genau hin. Der klingt doch niemals wie ich. Der ist so fake. Der sieht doch gar nicht aus wie ich. Der kann ja gar nicht echt sein. Nee, stimmt auch. Wir werden nachher noch auf jeden Fall auch über EA reden, über FIFA, denn unsere Liga hat sich dem Ende entgegengeneigt. Da gibt's Nachrichten. Ich kann eine für mich auch positive Nachricht erzählen, das mache ich nachher. Wir haben aber auch einen Gast heute. Und Leute, wer das Video guckt oder hört, wie ich hier rumschmatze, das liegt daran, weil ich habe heute ziemlich viel gearbeitet und zu tun und Projekt und so und Aufnahmen. Mein Essen steht hier noch. Das heißt, ich esse noch ein bisschen, hat aber seinen Vorteil, weil wir dieses Format heute offiziell in einen FC Schalke 04 Podcast umändern werden und sich jetzt drei Typen die ganze Zeit erzählen, wie geil ihr Verein ist. Dafür habt ihr euch jemanden eingeladen. Komm, introduce ihn mal. Und ich esse weiter. Ja, ich hatte ja schon in der Vergangenheit angekündigt, ne? Ich weiß gar nicht, das war aus so einer Schnapsidee rausgeboren, ne? Als wir irgendwie vor ein paar Wochen mal gesprochen haben und gesagt haben, wenn ich dann das nächste Mal im Urlaub bin und am letzten Spieltag werde ich in Los Angeles sein und dann macht der Pilot da, dann guckt er morgen 6:30 das Spiel und dann müssen wir gucken, ob ein paar Homies. Genau, müssen wir ein paar Homies für den Autokurse machen und nach der Folge habe ich dann mal gegoogelt, ob es vielleicht zufälligerweise einen Schalke-Fanclub in Los Angeles gibt und ja, ich musste gar nicht lange suchen, habe einmal kurz Schalke-Fanclub LOS Leerzeichen A eingegeben und dann bin ich direkt auf die Royal Blue Angels gestoßen und den Gründer, wenn ich richtig informiert bin und Godfather dieses Clubs quasi haben wir heute zu Gast. Herzlich willkommen, Stefan. Hi, grüß dich. Mitbegründer, euch. Okay. Hi. Ja. Hi. Ich hätte 1000 Fragen an dich, ne? Erstmal schön, dass du da bist. Unter anderem. Danke für die Einladung.
so bescheuerte, wie kommst du auf die Idee, in Los Angeles einen Schalke 04 Fanclub zu gründen? Aber vorher müssen wir mal ganz kurz klären, ob du überhaupt würdig bist, Teil dieses Formats zu sein. Peter. Ja, schönen guten Tag, Stefan. Wir haben drei Fragen, durch die jeder Gast hier einmal durchgeht. Scheißegal, ob ehemaliger Nationalspieler, Champions League Schiri oder Schalke Fanclub Mitbegründer. Und die erste Frage ist, was ist für dich der größte Moment der Fußballgeschichte? Dein erster Gedanke, deine ganz subjektive eigene Meinung. Der Fußballgeschichte? Mhm. Ich wäre enttäuscht, wenn es jetzt kein Begriff von Schalke wäre. Also mein rein persönlicher der Champions League Sieg im Bernabeu. Einfach mein, also für mich persönlich. Ja, mit Champions League Sieg meint er das Auswärtsspiel, was wir in Madrid gewonnen haben. Genau, also ich meine schon den. Ja, das Champions League-Sieg klang so, als wenn Schalke den Champions League gewonnen hätte, aber nein, nein. Ach so, okay. Nein, also den Champions League-Auswärtssieg, Champions League wäre schön, wenn wir die gewonnen hätten, danach ging es ja nicht mehr so gut weiter nach dem Spiel, aber also das Spiel 4-3 ist ausgegangen im Bernabeu. Das ist doch aber so ein bisschen auch der Anfang von danach ging es bergab, oder? Ja, ne? Ja, krass. Ja. Krass, interessant. Aber das war halt noch so ein Moment, wo halt wirklich, also da hat ja auch nur ein Tor quasi gefehlt, Ja. Zum Beispiel. Höwedes hatte in letzter Minute keinen Hafer mehr im Fuß, ne? Sonst wäre das Ding vielleicht reingegangen, aber gut. Nein, aber generell, also vom Spielverlauf, dann vor Ort das Spiel zu erleben, also für mich persönlich definitiv das Spiel. Ah, das ist der wichtige Informationszusatz. Du warst auch vor Ort in Spanien, im Stadion, okay. Ja. Also haben damals, der Verein hat halt für Fans eine Maschine gechartert, wo man mit drüber fliegen konnte und da haben wir dann teilgenommen, also mein Vater und ich. Und deswegen einfach ein super Trip, geiles Spiel, ja. War das eine Bundle-Aktion? Hast du dann die Lotterie gewonnen fürs Ticket plus dann auch einen Platz im Flieger? Für umsonst war es nicht, Also, aber es gab den Mitgliedsantrag für einen Fanclub noch oben drauf. Nächste Frage, Peter. Frage 2. Dein größter Erfolg als Fußballer? Gab es eine Zeit, wo du aktiv auf dem Platz standest? Der letzte Mal, als ich, das war unser ehemaliger Sponsor, der hat einen Cup immer auf, also der ehemalige Sponsor von Schalke, Trikotsponsor, der hat einen Cup organisiert und da sind wir also für Hobbymannschaften, da sind wir ins Viertelfinale gekommen, das ist nicht allzu lange her. Das ist der persönliche beste Erfolg. In Vereinsmannschaften war es das letzte Mal in der D-Jugend, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Was war deine Rolle da in der Mannschaft? Genau dafür, ja, sehr gut. Bitte? Was war deine Rolle da in der Viertelfinalmannschaft? Wir haben bunt quer gemixt, also mal Torwart, dann war ich auch Rechtsverteidiger mal. Sehr schön. Und dann die abschließende Frage, was ist wirklich wichtig auf dem Platz? Kampf und Einsatz. Sehr gut. Das sind die Tugenden. Das sind die Tugenden, die auch Schalke 04 diese Saison in der ersten Liga halten sollen. Und wir müssen natürlich mal ein bisschen dich abholen und oder die Leute abholen, um zu erklären, warum du jetzt hier bist. Fanclub ist klar, in L.A. Kannst du mal so ein bisschen die Geschichte dahinter erzählen? Also, wie ist es dazu gekommen und wie ist dann der Weg weitergegangen? Also ich bin 2019 nach L.A. gezogen und ja, hab dann halt gezwungenermaßen immer alleine geschaut, also Fußball alleine geschaut, Schalke-Spiele alleine geschaut, Bundesliga verfolgt, natürlich aufgrund der Zeitverschiebung zu gewöhnungsbedürftigen Zeiten. Und das war dann noch ein bisschen Erstliga und dann kam es unter anderem nochmal zu einem Derby. Und dann habe ich halt gegoogelt, wie Pillow das auch gemacht hat, wie kann ich irgendwo mit Leuten Fußball gucken. Und dann bin ich darauf aufmerksam geworden, dass einer der größten Fanclubs beim Derby-Gegner liegt in L.A. Und habe halt geschaut, ob man da vorbeischauen kann, ob die auch Schalke-Fans willkommen heißen, was nicht der Fall war. Und So sind die. Ja, und dann durch Social Media und einen anderen Kumpel, der halt auch, weil Fußball boomt ja extrem, gerade an der Westküste,
mit einem anderen Kumpel, der seit der WM, wie er sagt, WM 2006 Schalke-Fan ist. Warum die WM, kann er immer noch nicht genau begründen. Und warum dann auch Schalke, ist auch so eine Sache. Aber seitdem verfolgt er Schalke und ist Schalke-Fan. Und ja, dann sind wir auf die Idee gekommen, hey, wenn die das können, kriegen wir das auch hin. Und dann haben wir uns an Namen gemacht, an Logo-Design. Und Logo-Design muss dann ja offiziell auch abgestimmt werden. Der Verein muss, also der Fanclub muss registriert werden bei Schalke. Hin und her, das haben wir dann hingekriegt. Und dann durch Social Media, Facebook-Gruppe, Instagram und so weiter. Und einfach, weil wir halt auch so hobbymäßig da ein bisschen rumgekickt haben, haben wir den dann gegründet, den Fanclub. Und ja, dann dadurch habe ich letztendlich dann auch meinen Job in L.A. gefunden, weil mein ehemaliger Chef, also mein Chef in L.A. damals, für Schalke und Umbro ein Event gemacht hat. Also so ein kleines Fußballturnier, Sachen verlost, also Trikots konnte man gewinnen etc. pp. Und da haben wir dann natürlich auch noch mehr Leute, die Schalke begeistert sind, kennengelernt, die sich dann auch dem Fanclub angeschlossen haben. Ja. Und dadurch ist es dann halt gekommen, dass man dann halt wirklich auch einige Leute zusammengekriegt hat, mit denen man dann auch zu Uhrzeiten wie 6.30 Uhr oder 9.30 Uhr zur ersten Liga wohlgemerkt dann Fußball schauen konnte. Das stimmt, das wird ja immer besser, wenn du zweite Liga geguckt hast. Ja. Das ist halt so ein Ding. Habt ihr das auch durchgezogen? Ja. Teilweise. Also manche haben halt wirklich gesagt, ist zu früh, aber manch hartgesottener ist dann noch gekommen, weil dann halt auch der Vorteil einfach war, dass das Speakeasy, also quasi die Bar, wo man schauen kann, auch schon auf war, weil die halt, egal welche Liga, weltweit strahlen die aus. Und ist halt einfach super bequem, man hat dann eine Lounge, kann sagen, vom Kaffee, von mir aus kannst du dann auch um die Uhrzeit schon Bier trinken oder was auch immer. aber das ist dann eigentlich auch ganz nett mit ein paar Leuten, aber es ist natürlich hart. Ich selber habe es auch teilweise einfach nicht gebacken gekriegt, auch als unser Sohn dann auf der Welt war. Ich habe mir den dann gepackt, auf der Couch gelegt, Fernsehen angemacht und dann halt geschaut. Ja. Ich stelle mir so vor, da muss schon echt Fan sein, um in L.A. dann für Schalke Sandhausen um 4.30 Uhr vom Fernsehen. Also, aber warum nimmt man immer Sandhausen als Beispiel für so ein Dreckspiel in der zweiten Liga? Warum immer Sandhausen? Weil das die Dreckspiele in der zweiten Liga sind. Schöne Grüße. Aber die gehen ja jetzt vielleicht runter. Mal gucken, da gibt es andere Dreckspiele. Nein, komm, die gehen nicht runter. Nein. Komm, Elversberg hoch. Ja, stimmt, die gehen nicht runter. Genauso wie Augsburg nicht aus der ersten Liga. Nee, die gehen auch nicht runter. Wie viele Mitglieder habt ihr? 12, also ist relativ klein und human noch gehalten. Und dann Entschuldigung, mach. Nee. Es kommen halt auch immer wieder, also offiziell, man kann sich dann ja für den Fanclub quasi dann registrieren, das sind offiziell 12. Es sind aber auch Leute, die halt nicht in L.A. wohnen, aber dann halt teilweise auch Deutsche, die irgendwo in Kalifornien verstreut sind, die dann sagen, ey, ich bin beruflich in L.A., macht ihr was, kann ich irgendwie vorbeikommen, wenn ein Spiel ansteht, guckt ihr irgendwie gemeinsam, die dann halt natürlich nicht, aber die direkt Mitglied sind oder die aber trotzdem uns dann immer kontaktieren, wo dann halt auch der Kontakt durch Social Media immer bleibt, was halt eigentlich echt super ist. Ich habe früher immer darüber nachgedacht, ob ich einen Werder Bremen Fanclub hier in Hamburg gründe, habe es immer nicht gemacht am Ende. War es eine richtige Entscheidung, den Fanclub zu gründen? Ja. Warum? Einfach nur die Leute, die man kennengelernt hat, dann dieses Ding, dass du bist in L.A. zigtausende Kilometer entfernt, fernab der Veltins Arena, vom normalen Stadionbesuch und dann wirklich Leute kennenzulernen an einem Ort und dann halt, wie gesagt, auch nicht nur Deutsche, sondern vermehrt Amerikaner, die dann sagen, ey, geil, Schalke, kenne ich, verfolge ich, teilweise durch Jermaine Jones, Weston McKennie. Ja, und die dann sagen, ey, da habe ich ja noch das Trikot und das ist ja klasse. Ja, halt einfach dadurch dann auch Verbundenheit durch Fußball zu finden und dann halt auch den Lieblingsverein an einem Ort der Welt, wo man das nicht unbedingt, auch wenn 12 jetzt natürlich eine relativ kleine Anzahl ist, aber ich sag jetzt mal, es gibt durchaus Vereine, die weltweit deutlich populärer sind, wie Manchester United oder sonstiges, wo natürlich jeder sagt, ey, kenne ich. Und bei Schalke 04 dann in L.A.
habe ich jetzt auch nicht erwartet, dass dann direkt jeder sagt, hey, geil, Fanclub von Schalke. Aber die Resonanz war dann doch überraschend. Und gerade auch beim Auftakt von der zweiten Liga gegen den HSV hatten wir sogar eine Live-Schalte zu Sky. Und war ziemlich cool. Also da war das Big Easy auch gut gefüllt mit Schalkern, alle im Trikot. Und wir haben noch aus New York, da saß eine Firma, die Schalke halt unterstützt hat auf dem amerikanischen Markt. Die hat uns ein Riesen-Package geschickt mit Fanschals, allen möglichen Fanutensilien, also Merchandise für so eine Fanparty. Das war halt echt klasse. So. Und das wäre halt ohne den Fanclub hätte ich es da überhaupt nicht erlebt. Ne? Ist eine schöne Geschichte, auf jeden Fall. Und zeigt auch, das betonst du ja immer, Bello, wie groß dieser Verein am Ende ist, dass es auch für einen Fanclub in Los Angeles reicht. Ich weiß nicht, ob wir mit Werder Bremen da einen zusammenkriegen würden. Auf der anderen Seite ist Werder Bremen im Moment noch einen Schritt näher dran, die erste Liga zu halten. Und damit gebe ich euch den Ball in die Hand. Ihr seid hier zu dritt. Könnt euch jetzt gegenseitig gerne mal erzählen, wie geil es am Wochenende war, Schalke 04 zu gucken und wie wenig das trotzdem zum Saisonziel vielleicht verhelfen kann. Oder wie ist gerade die Stimmung? Ja, ganz kurz, bevor wir schon den Haken hinter den Fanclub in Los Angeles machen, ja. Hier alle Schalker, die zuhören und Social Media Accounts haben, ne, pushen. Also ich will hier, ich kenne die Followerzahl jetzt während der Aufnahme, ich will eine deutlich höhere Followerzahl auf Instagram sehen. Binnen der nächsten 72 Stunden. Ansonsten wird der Onkel ungemütlich. Genau, die Royal Blue Angels S04 Supporters Club. Twitter und Facebook. Genau. Ja, soll mir keiner erzählen, der den nicht findet. Sag einfach da reinschreiben, in wo diese Lupe ist, da schreibst du halt rein und dann findest du halt so. Also, das ist kein Hexenwerk. Ja, Wochenende. Ja, also vielleicht muss man da auch einfach mal das Spiel von der Gesamtsituation so ein bisschen trennen und das auch einfach mal momentlang genießen. Ne? Also ich meine, wir haben die richtig weggehauen, ne? Also wir haben die richtig aus der Arena gekloppelt und Teil der Wahrheit ist aber auch, so einen schlechten Gegner werden wir jetzt im restlichen Saisonverlauf nicht mehr kriegen. Auch nicht dann, wenn wir in der Relegation müssen sollten. Ja, war natürlich total geil, ne? Ich habe mich noch gar nicht richtig hingesetzt, da stand schon 1-0. Und lustigerweise, ich hatte, glaube ich, in eine Gruppe geschrieben, Stefan und ich hatten, Stefan und ich plus noch mit zwei, drei anderen Menschen aus meinem Dunstkreis habe ich im Laufe der Woche noch geschrieben, ist ja ganz ehrlich, ne, diesen Tim Skarke, ne, haben wir geholt jetzt im Winter noch von Union und immer wenn er fit ist, spielt er auch 90 Minuten, aber ich kann mich so an keine Aktion von dem erinnern, ne, keine besonders gute, aber auch keine besonders schlechte, der ist halt einfach nur da so, ne, und habe schon gedacht, nee, das ist nichts, da muss jetzt mal der Drechsler wieder ran oder sonst was und ja, dann hämmert er nach 3 Minuten da so einen Sonntagsschuss rein, bereitet nochmal 10 Minuten später der zweite vor, also macht eine richtig starke Partie. Ja, dann gab es kurz vor der Halbzeit nochmal so ein unnötige 2-1, ne, und wo ich schon eh gekotzt habe, dass wir jetzt in der ersten Halbzeit da 6 Minuten nachspielen lassen müssen. Aber du, dann ging es in der zweiten Halbzeit weiter, wie die erste angefangen hat. Hat ein paar Minuten gedauert, klatscht 3-1, dann irgendwann 4-1 hinterher. Marcin Kaminski, ja, macht sein drittes Saisonspiel und haut da mit der linken Klebe so einen Freischuss rein. Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, Nico, aber das ist eine Schusstechnik. Ja, ja, klar. Die kennst du sonst nur von Cristiano Ronaldo. Er haut da so ein Ding rein und ja, geile Nummer, ne? Also geiles Spiel. Total wichtig, weil ich bleib dabei. Hätten wir das jetzt auch noch verloren nach der Niederlage gegen Hoffenheim, dann hätten wir uns, glaube ich, den Klassenerhalt abschminken können. Und jetzt zur Kehrtseite der Medaille. Also haben wir jetzt mit 3 Verletzten, die auch mehrere Wochen allesamt ausfallen, teuer bezahlt. Einmal Ralf Fährmann, was wahrscheinlich am meisten schmerzt. Cedric Brunner auf Rechtsverteidiger-Situation und wer war nochmal auf Rechtsverteidiger-Position. Und Tim Skarke, so, der jetzt, ne, eine starke Halbzeit hinter sich hatte, aber vorher halt auch nicht. Ne, werden wir sehen, was das halt bedeutet und was nicht. Das ist auf jeden Fall ein Wermutstropfen in der ganzen Geschichte. Und der zweite Wermutstropfen ist natürlich, dass dann halt am um dich herum oder am Samstag und am Sonntag da so, ne, Dortmund da 2-0 gegen 10 Stuttgarter führt, 60, 70 Minuten, das ist so ein, aber da kommen wir ja gleich nochmal zu Borussia Dortmund. Bochum holt einen Punkt gegen, helfen mal kurz. Union. Bei Union. Gegen Union, genau, auf dem Sonntag und Hoffenheim, wobei ich Hoffenheim eh schon so ein bisschen wegziehen sehe, die haben sich anscheinend jetzt gefunden und machen wir uns nichts vor, habe ich die ganze Saison gesagt, ist kein Kader, der da um Abstieg, irgendwie um Klassenerhalt kämpfen muss, die werden da vonziehen aus meiner Sicht.
Ja, da trübt das Ganze so ein bisschen. Insbesondere der Stuttgart-Punkt da, also der war so unnötig wie sonst was diese Saison. Das war noch unnötiger, als sie sich von euch zu Hause drei Stück in den letzten 6,5 Minuten reinzimmern haben lassen haben, die Schwachköpfe, die. Ja, und jetzt ist es das, was es ist. Ne? Du bist jetzt 17. und punktgleich mit Stuttgart, die aber ein besseres Torverhältnis aufzuweisen haben. Hast die nach wie vor die Hypothek der letzten drei Spiele. Ich zitiere jetzt nicht zum 100. Mal, welche drei Gegner das sind. Und ja, nächstes Spiel ist Freiburg, dann darauf Bremen und dann Mainz. Und solltest aus meiner Sicht tunlichst zusehen, aus den drei Spielen so viele Punkte wie möglich zu holen. Ich will jetzt auch gar nicht mit einer absoluten Zahl beziffern. Keine Ahnung, was am Ende reicht und was nicht. Und ja, wird das dann, also so wahr Gott will, wird das Herzschlagfinale, von dem wir jetzt schon hier seit Wochen und Monaten sprechen, und wird eine ganz, 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 ganz enge Kiste. Und ich glaube, so, ja, so ein Relegationsplatz wäre wahrscheinlich schon das höchste der Gefühle, um das noch geht. Ne? Mehr kannst du da jetzt gerade nicht zu sagen. Deswegen, ja, ist halt, ne, zwei Seiten der Medaille. Das Spiel isoliert betrachtet, total geil. Hertha 5-2 weggehauen. Die Ameisen, Alter, was eine Ameisentruppe. Ja, ist auf jeden Fall erster Absteiger, die Lappen. Wobei, die jetzt auch nochmal Hebel in Bewegung setzen. Und ja, da müssen wir schauen, für was das reicht und was das nicht reicht. Stefan, jetzt bist du dran. Ich war im Stadion und also ich habe gezittert nach der Fährmann-Verletzung, dem Anschlusstreffer dann kurz vor der Pause. Das 3-1 hat natürlich extrem gut getan. Ja, aber ich sehe es auch so. Also ich glaube, es gibt momentan keine schlechtere Abwehr als die von Hertha. Natürlich ist es super, dass wir jetzt auch mal mehr als ein oder zwei Tore geschossen haben, was der Mannschaft hoffentlich den entsprechenden Schub gibt. Nur jetzt mit dem Auswärtsspiel in Freiburg, ich weiß nicht, wann die das letzte Mal ein Heimspiel jetzt verloren haben, die Freiburger. Ich hoffe sehr, dass es reicht am Ende für den Relegationsplatz. Ich glaube, darüber hinaus brauchen wir auch nicht sprechen, weil Hoffenheim wird sich absetzen. Die werden die Pünktchen weiter sammeln. Ja, also wenn, wird es der Relegationsplatz, und das wird extrem hart. Aber ich glaube, machbar. Ich glaube, das war in Freiburg punkten. Das Heimspiel gegen Bremen werden wir, da bin ich sehr zuversichtlich, gewinnen. Und dann mal gucken, Mainz ist so eine Geschichte, weil die einfach bärenstark momentan sind. Aber ja, ich glaube auch, dass es bis zum letzten Spieltag eine ganz, ganz heiße Nummer wird, und dann wird es eine Rechengeschichte am letzten Spieltag. Mich habe an diesem Spiel ehrlicherweise gefragt, wie diese Tore fallen konnten, die da gefallen sind. Also das liegt natürlich an Herthas Auftritt. Und für die Schalker Seite aber auch, wie du es ja mit Kaminskis Freischuss am Ende schon sagst, aber auch Terodde wieder das Ding da rein, ja, so ein bisschen rein mehr schubst, als dass es wirklich so ein Knipser-Stürmer-Tor ist und so. Ne? Typische Terodde-Tor, finde ich. Ja, genau, aber das hat halt auch vorher in 99% der Fälle nicht funktioniert. Und ich weiß nicht, ob das nochmal funktioniert. Das hat sich da so vieles in sich gebündelt, wie immer der gleiche FIFA-Sheetcode über die Seite, wo Hertha einfach an der Stelle nicht mitgemacht hat. Was das Gute und Spannende daran ist, ich glaube, das hat Selbstbewusstsein seinen Vater aufgetankt. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende gerade, was du brauchst in der Situation. Denn wenn du mal auf dem Tableau guckst, und wir sprechen ja schon ein bisschen länger über diese Vereine, die beiden, und wenn du dann anguckst, das Schalke vom Rest, Klassement eigentlich, von dir ja relativ früh auch immer totgesagt wurde, Pillow, sind es nur noch, glaube ich, ne? Wie ist der Abstand zum rettenden Ufer? Also aktuell haben ja, also Stuttgart, Schalke beide 24 Punkte. Okay. Ja, so, ne? Also Bochum ist das nächste dann mit 27, und dann hast und du halt TSG Augsburg 29. Ein Sieg, und du bist nicht mehr in meiner Relegation theoretisch. Stuttgart, ich glaube, da muss man sie, also die werden auch ein bisschen weiter marschieren, da habe ich auch ein bisschen Sorge vor, aber es ist ein sehr wichtiger Faktor. Und ich habe mir nämlich dann wieder andersrum den Spaß gemacht und habe das Restprogramm von Schalke 04 mir angeguckt und habe gemerkt, ey, es gibt da ein Spiel, das sollte dir auf jeden Fall viel mehr Hoffnung machen, als du es bisher in der Vergangenheit gehabt hast. Und das ist der vorletzte Spieltag gegen Eintracht Frankfurt, die zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall schon das Zeitliche gesegnet haben werden in dieser Saison. Das heißt, da ist auf einmal in meinen Augen in diesem Restprogramm noch viel mehr Potenzial drin, als es sich vielleicht vom Bauchgefühl vorher angefühlt hat. Ich glaube, dass es halt auch entscheidend ist, wann die Verletzten zurückkommen. Und jetzt auch gerade gegen Freiburg, unabhängig der Verletzten, wird der Kraus ausfallen, weil er gelb gesperrt ist. Was auch weh tut. Oh ja, okay. Und okay. Ja,
Ich glaube auch, ich bin der Meinung, dass Fährmann der Mannschaft halt unfassbar gut getan hat. Und ich hoffe einfach, dass er schnellstmöglich auch zurück in den Kader kommt. Und ja, wenn München vielleicht schon Meister ist, vielleicht wird es dann nicht so hart in München. Und ja, Frankfurt, wie du auch schon sagst, ist dann auch durch am Ende des Tages. Ja. Und in Leipzig dann noch ein Punkt und dann sind wir glücklich. Es gibt für mich ja da ein Thema, das ist, also ich weiß nicht, wenn ich Schalke dann halbwegs zumachen darf bei euch, sagt das sonst gerne. Ja. Aber die, sagen wir mal so, Bremen muss jetzt zu Herder. Und wenn wir das nicht gewinnen, dann haben wir uns gleich doppelt. Lasst euch ja nicht einfallen, ne? Mann. Haben wir uns das doppelt, dann scheißen wir uns das doppelt ins Schienbein. Es ist ja klar, dass genau jetzt Herder den Trainer wechselt. Das heißt, wir spielen gegen einen neuen Trainer. Ihr wisst alle, dass das keine geile Situation ist. Und da kommen wir jetzt auch gleich zu. Werder Bremen aber auch im Moment also einfach echt unglücklich agiert, ne? Und die Werte gegen Freiburg haben mich, also die anderen Male war ich immer so, ja, Mist und so, aber mit dem Expected Goals Wert von 1,79 zu 0,65 gegen Freiburg zu Hause 2:1 zu verlieren, das macht mich sauer. Und ich habe richtig Sorge vor den nächsten beiden Spielen, weil wenn du beide verlierst gegen die beiden von unten, dann ist der große SV Werder Bremen mit einem ähnlich knüppelharten Restprogramm, das auch Schalke hat, dann wieder mittendrin in der Verlosung. Und da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Ich weiß. Fühlt sich schon an wie vor 2 Jahren. Ich war sehr ketzerisch gefragt jetzt, aber. Nee, noch nicht. Aber ich rede seit. Der Unterschied ist nämlich der, Werder Bremen, der Fußball, den Werder Bremen spielt, der macht mir keine Angst. Werder Bremen spielt den Tabellen, was sind sie, Fünfter in der Bundesliga, den haben sie über weite Strecken des Spiels im Griff, spielerisch. Sie machen halt defensiv Fehler, die sie die ganze Zeit machen, deswegen sind wir auch die drittschlechteste Abwehr der Liga. Und vorne machen sie halt nicht. Also mit Füllkrug und ein bisschen mehr Fortune gewinnst das Ding auch 3:2 und verlierst es nicht 1:2. Und das ist das, was sie seit den letzten Wochen schon in die Situation bringt, in der sie sind. Und jetzt haben wir auf der anderen Seite für das nächste Wochenende auch noch unseren Typ der Woche sitzen. Peter, willst du uns mal Trainer. Ja, willst du mal erzählen, wen wir da haben? Ja, klar. Genau, wir sind mal wieder beim Big City Club in unserer Hauptstadt. Und dort wurde Pal Dardai gestern am Sonntag als neuer Trainer offiziell verkündet und jetzt, ich glaube, heute auch dann offiziell vorgestellt. Zum dritten Mal beginnt er seine Trainerzeit in Berlin. Und sagt auch in seiner ersten PK, wenn es sein muss, dann gehe ich auch mit dem Verein hier runter. Und es ist nun seine Aufgabe, auf die letzten Spieltage nochmal die Bundesliga-Saison für Hertha irgendwie glimpflich zu beenden, was er in der Vergangenheit ja auch schon mal geschafft hat. Ja. Was denkt ihr über diesen Trainerwechsel, Stefan? Ja, also was ich mich ja frage, ist, dann sitzen die Hertha-Verantwortlichen da und denken sich, okay, alten Trainer wollen wir loswerden. Da habe ich auch irgendwie bei Twitter die Videos gesehen, wie da am Sonntag noch Spaziergänge geführt wurden oder am Wochenende generell eben nach der Niederlage. Und ich glaube, wir ja auch schon in unserer WhatsApp-Gruppe uns klar darauf geeinigt hatten, die müssen den Trainer austauschen nach der Niederlage gegen Schalke. Und welche Trainer denken sich dann, wenn sie dann vielleicht so ablesen könnten, Hertha-Vorstand ruft an, auf den Job habe ich jetzt richtig Bock. Also zuletzt war das ja dann irgendwie so ein Magath, der dann anscheinend immer Bock hatte und das dann auch irgendwie noch hinbekommen hat. Aber das frage ich mich auch. Ich glaube, Pal Dardai ist, glaube ich, immer in Krisenzeiten an sich eine gute Idee, zu Trainern zurückzukehren, die eben alle Strukturen, Spieler und Umfeld kennen. Aber als zweites finde ich auch den Gedankengang interessant. Okay, welcher Trainer hat jetzt Bock, da sich vor den Karren spannen zu lassen? Ich glaube, der meistgehandelte Name vorher war nur Gisdol. Ansonsten habe ich, glaube ich, gar nichts irgendwie an Gerüchten gelesen. Und deswegen war für mich dann auch, glaube ich, naheliegend, dass die in ihren eigenen Reihen wieder jemanden suchen, der natürlich dann auch den Fans entspricht. Also ich glaube, dass die Fans jetzt nicht gerade enttäuscht sind, dass der Pal Dardai wieder übernimmt. Ist schon so ein bisschen Armutszeugnis. Ja, aber die können ja am Ende froh sein, dass er das immer wieder mit sich machen lässt. Ne? So, da hat er so ein bisschen Hüb Stevens-Vibe in Berlin quasi so. Ne?
Und ich meine, den haben sie jetzt schon mehrfach zum Teufel gejagt. Einmal war er dann der kleine Trainer, der nicht gut genug ist für die ambitionierten Ziele für den Big City Club. Jetzt haben sie den Big City Club beerdigt und holen ihn wieder aus der Kiste. Ja, und ihr habt recht, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es da wahrscheinlich auch echt nicht viele andere gegeben hätte, die sich das Ding antun. Pal Dardai wird die finanziell machbarere und günstigere Lösung sein. Ne? Also könnte mir schon gut vorstellen, dass er das für einen, auf gut Deutsch gesagt, Napel und Ei macht und der ja eh irgendwie in irgendeiner Art und Weise unter Vertrag steht in dem Verein. Und ja, also ich glaube schon, dass hat ja auch hier der neue Präsident da, Kai Bernstein, und auch der Sport oder wie auch immer er heißt, Weber, glaube ich, der hat ja schon in den letzten Wochen immer betont, dass sie ne, da jetzt ihren neuen Hertha-Weg und Konstanz und blablablub, und dass sie total an Sandro Schwarz und seine Idee vom Fußball glauben. Das habe ich denen auch tatsächlich abgekauft, weil das gab ja jetzt schon ein paar andere Momente im Saisonverlauf, wo man sich vom Trainer hätte trennen können. Aber ne, wie Peter gerade schon gesagt hat, haben wir direkt in die Gruppe geschrieben, also in der Sonderklatsche, wenn du als Tabellen-17. Zum 18. kommst, so rum war die Konstellation, ne? Und da vorgeführt wirst und richtig einen auf die Fresse kriegst. Und wie Nico gerade schon richtig gesagt hat, die Hälfte der Tore, die darf auch gar nicht fallen, wenn du da irgendwie vernünftig verteidigst. Dann ja, was wolltest du dann machen als sportlich verantwortlich? Du wolltest dann sagen, ja gut, dann gehen wir jetzt halt unter und probieren es nicht halt nochmal. Und ja, dann holen sie halt den guten Paar wieder raus. Ne? Und naja, der wird, wie Stefan gerade schon richtig gesagt hat, der wird die Fans emotionalisieren, der wird versuchen, die Spieler zu emotionalisieren. Ob das jetzt aber so die Truppe ist, die du über die Schiene irgendwie dann zum Laufen kriegst, werden wir sehen. Ich habe da so meine Zweifel, ne? Ich habe jetzt schon keinen Bock darauf, Mann. Oh, das nervt mich. Guck mal, fang nicht jetzt schon an mit Ausreden. Lasst euch das ja nicht einfallen, Alter. Meine ich total ernst, ne? Sonst, ey. Mich erinnert also, Pillow, das aber auch was so hoffen wir denn, dass jetzt Bremen findet jetzt zu seiner Stärke gegen Hertha und dann muss aber auch wieder ein Strauch kommen. Füllkrug Hattrick und dann hier da, wie heißt der kleine Flitzer da nochmal, der lustige, der Bittenkurt, der darf auch noch einen machen, so, und der Duxi nennt ihr den, ne? Duxi. Duxi stolpert auch noch irgendwie einen rein, so 5 Stück, kriegen sie nochmal 5, wie sie bei uns gekriegt haben. Und dann kommt Bremen eine Woche später auf Schalke in einem großen Arroganzanfall, ob des 5-0-Sieges über Hertha, kriegen sie von uns einfach im Arsch. Ist doch wie geschrieben. Aber schönes ein Spiel nach dem anderen. Haut Hertha weg. Wolltest du mir jetzt verarschen oder was? Scheiße, jetzt vor Pal Dardai in die Hose, oder was? Du hast gerade noch gesagt, wie so ein Löwe hast du auf die Brust getrommelt und hast gesagt, oh, da haben wir den Tabellenfünften, da haben wir hier im Griff gehabt, quasi dominiert über weite Strecken des Spiels. Jetzt scheiß dir vor Pal Dardai und seine Hertha-Truppe zu sein. Die stellen Kevin Prinz Boateng auf gegen uns, Alter. Kevin Prinz Boateng. Ich frage mich Nochmal, nichts gegen den Typen, der ist nicht falsch verstehen, aber der ist 104 Jahre alt, Alter. Und vor 20 Jahren, als er noch 94 Jahre alt oder 84 Jahre alt war, da hat das schon nicht mehr gereicht für die Bundesliga, auch wenn der Mann überragender Fußballer war. Aber da scheißt jetzt in die Hose vor, oder was? Was passiert eigentlich, wenn Bremen gegen Hertha verliert und gegen Schalke gewinnt? Muss ich mir dann einen neuen Podcast suchen hier in der Runde? Da musst du dir noch ganz andere Sachen neu suchen. Das ist der Podcast dein kleinste Problem. Jetzt habe ich Angst. Nee, aber das, natürlich ist das ärgerlich mit dem neuen Trainer und dem neuen Enthusiasmus. Was mir die einzige Hoffnung macht, ist, dass der Fußball von Hertha natürlich nicht schön ist. Ischiger Müll. Und dass das Stadion auch nicht. Und Werder Bremen mit einer großen, großen Armee dahin fahren wird. Also die Fans haben sich schon groß angekündigt und so. Also das. Ja, macht ihr schon. Ja, ich glaube auch. Hoffen wir. Und der Fairness halbe holen wir dann noch auf 3 auf Schalke und dann kann ich mich halt hier wieder blicken lassen in Gelsenkirchen. Obwohl ich ja nach wie vor, Leute, ich muss euch ja mal eine Geschichte erzählen, ne? Und das muss man ja an diesem Podcast auch nochmal, man muss ja dann mal Wahrheit ins Auge sehen. Ihr könnt euch vielleicht alle daran erinnern, dass der große Pillow, ist ja noch eine Wette offen, ne? Und ist ja Wettschulden offen, so. Und da wurde ja angekündigt, ja, komm, was, nächstes Mal Schalke gegen Werder. Gucken wir zusammen, schön, Loge, kann ich wieder meine kleinen Häppchen essen, ich lieber Pillow, wie ich das so gerne hab, auch wenn du, ne, und so. Und dann sagt er das einfach ab. Dann sagt er das einfach, aber weißt du was, Pillow, nicht mit mir. Ist so wichtig. Ich bin da was am Planen dran. Ja, ja, ich weiß noch, wie du die Schokobomben reingezogen hast, als wir damals gegen Manchester City zu Hause waren. Da haben so kleine Schoko-Wipeout oder so hieß das, oder Schokobomben oder so. Die waren aber auch lecker, Alter.
Digga, wir haben vorher jeder 8 Currywurst gegessen und waren davon nur halb so satt wie von so einem kleinen Schoko-Wipeout, Alter. Das hat 40.000 Kalorien gehabt in so einem kleinen Glas, Alter. Ich weiß nicht, wie du davor sagst, boah, Alter, ist das krass. Und ich auch so, boah, ist das krass. Und danach so, oh, mir ist voll schlecht. Und das will ich wieder haben. Und Pillow, ich sag dir, wie es ist, wenn du das nicht willst, wir werden, ich will dahin. Ich will zu den Schoko-Vibes. Und wenn es nur die Currywurst vom Stadion ist. Aber dieses Spiel triggert mich irgendwie. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe vor dem noch mehr Respekt. Ich glaube, das gewinnt hier und trotzdem möchte ich da sein. Pillow, ich möchte dich wiedersehen. Ich möchte dich mal wieder so. Ich habe Angst davor nach dem Spiel, aber ich möchte dich mal wieder echt treffen und sehen und mit dir mal über Fußball diskutieren. Ja, aber das wir ist vertagen dann auf nächste Woche. Ja, mal gucken. Jetzt ist ein anderes Thema, was wir immer mal wieder bei uns, und Peter ist ja mit mir in der Redaktion dann immer so ein bisschen am Plan, was wir so machen können und auch mal Gäste und sowas alles. Und da taucht dann immer auch so ein Verein aus Lüdenscheid auf, den wir auch mal auf der Liste haben und was machen wollen. Und dann kommt immer so ein dickes Näh. Auf gar keinen Fall. Und wenn da irgendeiner von denen und näh, so, dann muss ich in Urlaub sein. Jetzt haben wir diese Woche uns mal für ein Team der Woche entschieden, das euch, glaube ich, nicht lieber sein könnte, liebe Schalker. Peter. Ja, die haben mich richtig aufgeregt, Alter. Was soll ich dir sagen, Alter? Ja, ich erinnere mich in mein Leben, ne? Ich erinnere mich noch daran, wie ich, nachdem ich saß nämlich Freitagabends, habe ich mir nämlich das Schalke-Spiel in kompletter Länge angeguckt und habe gedacht, boah, die sind ja voll gut, warum stehen wir eigentlich so weit unten, ne? Und habe dann auch noch so toll mein hier Big Brain Move mäßig in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben, mir ist gerade aufgefallen, alle Teams da unten, die spielen gegen die Top 3 der Liga oben, sprich gegen BVB, Bayern und Union. Und dann schauen wir uns da dreimal unentschieden an. Und das Überraschendste davon war dann wahrscheinlich, das 3:3 von den Dortmundern gegen Stuttgart, die sich damit eben auf Platz 16 irgendwie gemogelt haben. Und ich habe die Pressekonferenz danach dann gesehen mit Terzic, der schon so den Tränen nahe aussah und der auf jeden Fall schon mal ein bisschen fitter aussah, seinen Gesichtszügen nach. Man muss ja mal auch kurz zusammenfassen, der große BVB führt 2:0 in Stuttgart nach 30 Minuten. Stuttgart kriegt gelb-rot, das heißt ab der 36. Minute in Unterzahl und kriegt in der 97. Minute, nachdem sie in der 94. Minute das 3:2 wieder gemacht haben, in der 97. Minute das 3:3. Stefan, was hast du mit den schwarz-gelben Dingen bei dir in der Wohnung gemacht danach? Erstmal haben wir keine schwarz-gelben Sachen hier in der Wohnung, ist Tatsache. Aber ist so. Ich habe es bis zum 2:0 geguckt, dann habe ich die Konferenz ausgemacht, dann war ich mit den Kids unterwegs, hab noch zu meiner Frau gesagt, weil die es halt auch so ein bisschen verfolgt, die tabellarische Situation. Ich sag, läuft, sieht gut aus, dann bin ich irgendwann nach Hause gekommen, hab nochmal eben auf alle Spieler, alle Tore geguckt und da war die Laune dann extrem im Keller, weil so ein Spiel aus der Hand zu geben, ich weiß nicht, welche Mannschaft das auf der Welt schafft. Nicht in der Konstellation, also nicht in Überzahl nach 2:0-Führung. Und dann, ich weiß nicht, wann haben die das 3:2 gemacht, gefühlt in der 95. Minute und kassieren dann direkt noch das 3:3. Weiß ich nicht, also fehlen mir die Worte. Ja, Katastrophe. Der ist eine Clown-Truppe, Alter. Der ist eine richtige Clown-Bande, ist das. Die erzählen da einen von Meisterschaft seit 10 Jahren jetzt schon wieder. Die kriegen nichts auf die Kette. Guck mal, ich bin Schalker. Ich kenne mich aus mit in wichtigen Momenten versagen, ne? Aber was Bayern München diese Saison liegen gelassen hat, ne? Das haben sie in den letzten 6 Saisons zusammen nicht liegen gelassen. Und die scheitern an solchen Aufgaben wie, es ist nicht despektierlich gemeint, aber zu Hause gegen Bremen, wo sie sich 3 Stück in den letzten 5 Minuten fangen, scheitern gegen 10 Stuttgarter, Alter. Das Spiel Freitag ist zu Ende und nachdem die erste Freude verflogen ist, schreibe ich meinem Cousin, wie er schon ein paar Mal erwähnt hatte, der missratene Teil meiner Familie, der ist nämlich Dortmund-Fan, und schreibt ihm nur, denkt morgen nicht mal dran. Und dann schreibt er mir zurück, zu verlieren, Fragezeichen. Ich sag, nicht mal an Unentschieden, Dicker. Nicht mal an ein Unentschieden. Und dann was war denn Samstag irgendwann? Ich war mit irgendwann nochmal beschäftigt und dann habe ich irgendwann angemacht, auch direkt das Dortmund-Spiel, also isoliert angeguckt und dann war 2:0, gelb-rot. Ich sag, komm, alles klar, der Drops ist hier lutscht. So, und habe dann erst ein bisschen Konferenz geguckt und dann habe ich Bayern irgendwie geguckt in der zweiten Halbzeit, weil ich mal gucken wollte, wie die sich gegen Hoffenheim so präsentieren nach der Klatsche gegen City. Und dann steh so oben links im Bild, macht diese Ping, diese Glocke, die da kommt, 2:1. Ich so, hey.
Ey, vorher war schon, Stuttgart hat vorher schon ein Tor gemacht, was dann um so eine Arschhaaresbreite abseits war, ne, was zurückgenommen werden musste. Also eigentlich war das schon der zweite Tor, was Stuttgart macht. Steht 2-1. Ich mach rüber, ich guck, was, 82. oder so. Ey, Digga, komm, die 8 Minuten werdet ja wohl schadfrei überstehen. Klatsch, hab ich noch gar nicht zu Ende gedacht, steht schon 2-2, die Vollversager. Hab ich erst einmal ausgerastet. So, dann 93. machen die tatsächlich noch ein schönes Tor. Gehen da richtig durch und papp, papp, papp und wo, ist alles vorbei. Ist alles vorbei. Und da kann Terzic sich genauso im Gehacktes legen, der Blödmann. Hast du mal gesehen, wie der Tor fällt? Die haben eine Restverteidigung, die machen in der 93. da 3-2 im Auswärtsspiel gegen 10 Mann. Die haben gerade schon, der Schwanz hat schon am Arsch gekitzelt am Arschloch. Einmal. haben die nichts draus gelernt, stehen die mit 3 Mann da hinten. Mit 3 Mann in der Restverteidigung und alle anderen Dortmunder rennen irgendwo in der gegnerischen Hälfte rum. Und dann kommt so ein Spielzug, der ist sauber zu Ende gespielt, aber Digga, park doch den Bus. Mach doch zu. Spiel zu. 93. Minute Tor gegen 10 Mann zu. Ja. Ball hinten, alle hinten rein. Wenn du Ball hast, rennt einer los, Eckfahne. Wenn der Ball verliert, rennt er wieder zurück. Wenn du den Ball wieder hast, rennt sie wieder Eckfahne. Da musst du nur 3 Minuten machen, der ist nicht so schwer. Dann kriegen die eine Kreisliga hin. Aber Hauptsache, wir wollen deutscher Meister werden. Und hopp, ja, ey, ja, was soll ich euch sagen? Also. Ich versuche mal einzugreifen und zu übernehmen. Ja, ja. Denn das Ganze ist ja als Team der Woche Borussia Dortmund auch ausgewählt. Nicht nur, weil Schalke-Fans jetzt mal darüber abkotzen können, wie sie es gegen VfB Stuttgart nicht hingekriegt haben, sondern ich wollte auch noch einen allgemeineren Blick darauf haben, eben auf dieses Gesamtkonstrukt Borussia Dortmund. Denn da steckt ja unheimlich viel Talent drin mit Jude Bellingham, wahrscheinlich auch einer der teuersten Transfers der Bundesliga-Geschichte, der im Sommer vielleicht wieder gehen wird. Eigentlich ja auch auf dem Papier eine richtig starke Truppe. Auf dem Papier die beste Rückrundenmannschaft immer noch. Eine einzige Niederlage, das war erst das zweite Unentschieden. Sie sind ja theoretisch da und immer noch in Reichweite für die Meisterschaft, was sie in den vergangenen Jahren ja auch nicht so waren. Punktetechnisch auf einem ähnlichen Niveau wie in den letzten Jahren. So, das heißt, die spielen einfach eine sehr, sehr gute Saison. Und trotzdem habe ich das Gefühl... Scheißdreck spielen die. Trotzdem habe ich das Gefühl, ich versuche das hier durchzuziehen, das Gefühl, dass sie aus irgendeinem Grund das Gesamtkonstrukt Borussia Dortmund so ein kleines bisschen in generelle Probleme kommt. Und ich habe hier zwei Schalke-Fans und 9 Fan von einem anderen Bundesligisten vor mir sitzen. Vielleicht kann der mit mir analytisch das Ganze angehen. Woran liegt's allgemein, dass Borussia Dortmund nicht die Mentalität hat, ich meine, die wussten, dass Bayern München 1-1 gespielt hat und sie können es mental nicht ausnutzen. Was würdest du sagen, woran liegt's? Du weißt schon, wer gemeint ist, ja. Also, ja. Ich wollte sagen, der einzige schwarz-gelbe Verein, den ich richtig gut kenne, der spielt am Tivoli. Weil wir auch gerade auswärts haben gegen Köln 2 gewonnen, falls wir interessiert. Wer hat Bayreuth eigentlich gespielt? Ach nee, da bist du ja raus, ne? Bayreuth verfolge ich auch noch voll. Bayreuth hat gerade aber verloren. 6 Punkte spielen, nur 2 gegen Halle. Ich bin da, Nico. Aber, Wenn ihr übrigens wissen wollt, wo er wirklich ist, folgt ihm auf TikTok. Genau. Da grinde ich wirklich, ja. Das ist auch wirklich PDW, da geht's ab. Ja. Ja, jedenfalls, dass du das richtige Stadion blockst da. Da bin ich mit Alkohol und allem drum und dran. Da lasse ich, da wird getanzt. Pass auf, also ich glaube, dass bei BVB wirklich auch zu viel Kopf drin ist, dann zu viele auch persönliche Sachen, oder was ist persönliche, so auf einzelne Spieler bezogen, so eine Diskussion um Marco Reus zum Beispiel. Und andere Spieler, die da einfach reinmischen, dass das Team nicht so performen kann, wie es müsste. Und andererseits hast du auch gerade ja selbst schon gesagt, die performen ja auch sehr gut. Also das ist ja ein Unterschied dieses Jahr, dass Bayern einfach nicht so abliefert wie in den letzten 10 Jahren, dass es überhaupt oben so knapp ist. Und hätte Dortmund das Spiel jetzt gewonnen, dann wären sie Erster, richtig? Dann hätten sie punktgleich. Ne? Punktgleich und das schlechtere Torverhältnis. Hätten 2 Punkte mehr, okay. Genau. Okay. Von daher, aber ich habe jetzt auch viel mitbekommen, ich benutze Facebook immer noch gerne, um Kommentarspalten zu lesen, und ich glaube, selbst bei den Dortmundern ist die Stimmung nicht so gut und da wird sich irgendwie ein Umschwung gewünscht und da wird alles ein bisschen schwärzer gesehen, als es ist, meiner Meinung nach. Also nach wie vor sind es eben ja auch nur 2 Punkte Unterschied und ich glaube, da ist ja also wirklich noch viel drin. Stefan, hast du noch eine Meinung? Ich glaube, dass es viel Arroganz einiger Spieler ist und auch wie Peter sagte, viel eigene Probleme, sei es um Reus, Bellingham, der gegebenenfalls weggeht oder möchte, weil er sich schon bei einem größeren Club sieht. Und ich glaube persönlich, dass Union am Ende der Saison vor Dortmund landen wird. Ah, auch spannend.
Also mein Cousin hat dann nach dem Spiel, als ich ihn beschimpft habe mit 24 verschiedenen WhatsApp-Nachrichten, hat er mir zurückgeschrieben, ja, Stuttgart hat aber auch krass gespielt und unsere Qualität ist halt nicht mehr so groß, wie sie mal war. Habe ich ihn nochmal 124 Mal beschimpft daraufhin. Familie, ne? Aber das lasse ich jetzt mal einfach so stehen. So, das kommt dann von aus der Ecke da. Ja, aber ich glaube, das Problem ist einfach, wenn du 2-0 führst in Überzahl, weiß ich nicht, dann haben die sicherlich, wie gesagt, dieses Kopfproblem setzt dann ein oder fühlen sich zu sicher, rechnen dann nicht, dass eine Truppe, wo man eigentlich mitrechnen sollte, die um Abstieg kämpft, einen relativ neuen Trainer noch hat, dass die nochmal zurückkommt. Ja. Aber eine Mannschaft, die immer den Anspruch hat, Nummer 2 in Deutschland zu sein und unbedingt Meister werden möchte, ja, kann sowas nicht aus der Hand geben. Ey, es gibt also, ja auch eine Szene, die hast du vorhin schon also nicht, sorry, wenn ich unterbreche. Und nicht nur nicht außer Hand geben, ne, wenn du deutscher Meister werden willst, wie du gerade schon sagst, und die Bayern da einholen willst, dann versuchst du das dritte und das vierte und das fünfte zu machen. Ja. So. Das ist das, was du machst, wenn du deutscher Meister wirklich werden willst. Und das, naja, gut, komm, Haken hinter. Du hast eine Sache ganz gut beschrieben, deinen ganzen Ärger über die letzten Minuten. Mir ist halt auch aufgefallen, dass beim Gegentor halt 3 Verteidiger gegen 3 Stuttgarter stehen und der Rest der Dortmunder Mannschaft. Digga, sag mal, was ist das? Sag mal. Ja. Und da sind wir bei Mentalität und da sind wir beim Problem. Und dann kommen wir zu einem anderen Punkt. Ich bin mir nicht so sicher, ob Terzic fachliche Kompetenz eine Sache von der Mentalität, Ausstrahlung und dem Ganzen, was er als Persönlichkeit nun mal in seinem Paket hat, die Person ist, die Borussia Dortmund aufs nächste Level heben kann, um auf Augenhöhe mit Bayern München oder zumindest in die Nähe von Bayern München zu kommen. Denn dazu ist er zu viel Sportlehrer, zu viel Experte auf dem, was er macht, aber zu wenig Ausstrahlung und zu wenig Aura. So, ich stelle es mir halt vor und da gibt es sehr wenige von und das wird auch immer das Problem sein. Und wenn du die Namen liest und hörst, die alle so irgendwo kommen, dann gibt es da nicht so viel in dem Zwischensegment. So ein Tuchel ist mittlerweile auch zu groß für Borussia Dortmund wahrscheinlich. Aber es fehlt da auf der Bank dieser eine Klopp-Effekt von vor 10, 15 Jahren, der einfach solche dicken Eier hat, dass er sich gegen das erhebt, was an der Isar da stattfindet. Und damit bin ich bei meinem Moment der Woche, den ich euch mitbringen wollte. Denn das ist eine Situation, die ich am Wochenende total großartig fand und die ich euch zumindest einmal kurz erzählen wollte. Und sie hängt mit dem ersten FC Köln zusammen. Aber da Peter ja schon gesagt hat, dass der gute erste FC Köln hier schon so oft in der letzten Zeit stattgefunden hat, geht es mir nicht um den ersten FC Köln, sondern es geht mir um den Trainer. Und hat irgendjemand von euch das Spiel oder Zusammenfassung von Köln gegen Mainz gesehen? Das muss ich als erstes mal ganz kurz wissen. Nee, tatsächlich nicht. Wie gesagt, ich war währenddessen bei der zweiten Mannschaft von Köln. Ja. Ach stimmt, du hast ja wirklich, ne? Ich war auswärts am Geisbockheim, ja. Und ich glaube. Ja, wir haben 3 Punkte mitgenommen. Ich war halt in Köln an dem Tag und hast eben auch mitbekommen, dass wir als Aachen-Auswärtsfans auf jeden Fall die kleinste Fangruppe da an dem Tag waren und eben deutlich mehr aus Mainz da waren. Ja. Peter, mal auswärts zu Geisburg sein. 3 Punkte, 2 Pils, 1 Currywurst. Der Grund, warum ich die Szene mal mitgebracht habe, die Situation als Moment mitgebracht habe, ist der Auftritt von Baumgart. Baumgart ist ja schon dafür berühmt, dass er schon ein recht lautes Organ hat, dass er auch ziemlich starke Mentalität hat. Das führt ja auch dazu, dass er dann gerne auch schon mal im Winter bei Minusgraden da ein T-Shirt steht, weil er sich so auf seine Weste wegschmeißt. Hat er hier auch gemacht. Und er hatte eine Situation am Ende, die ihm wohl komplett zur Weißglut gebracht hat, worum er dann auch so eine dritte gelbe Karte bekommen hat. Das ist aber nicht ganz das Thema. Schützle, also sein Spieler, Thiemann und Chor in der Nachspielzeit, Foul von Chor, geraten aneinander. Schiedsrichter gibt gelbe Karte an Thiemann. Und eine gelbe Karte an Chor. Chor gibt er die aber fürs Foulspiel und nicht für das Aneinandergeraten. Das wiederum bringt Baumgart so auf die Palme, weil er nämlich die Situation gesehen hat und gesagt hat, Chor hat aber meinen Spieler gereizt und müsste deshalb ja auch noch eine zweite gelbe Karte für Rudelbildung und sowas alles bekommen. Daraufhin kriegt er seine gelbe Karte,
nach Schlusspfiff, und jetzt kommt die Situation, rennt Baumgart auf den Platz. Und es gibt so eine geile Szene, wie dann noch Spieler und Verantwortliche dazwischen stehen und ich nur das Gefühl hast, sein Arm ist noch nicht lang genug und er möchte gerne Chor so richtig einmal die mit beiden Händen an die Gurgel und ihn schütteln. Und so ein Trainer, habt ihr so einen in der Jugend gehabt oder in den Herrenbereich irgendwann? Einen, der sich mit Leib und Seele vors Team geschmissen hat? Ja, ja, ja. Geil, gerade in der Kreisliga. Hat, glaube ich, jeder gehabt, oder? Ja, bring mal mit. Wer war es und warum? Wer war? Ach, mehrere, Digga. Ich, auch wenn wir aus der Jugend rausgehen, hier unser mein Trainer damals, als ich nochmal den zweite Karriereweg bei Adler Feldmann in der zweiten Mannschaft gegangen bin, Edwin Kovacevic, den müssen wir mal einladen, nochmal in der Folge. Der hat in alle Richtungen verteilt, Digga. Der hat sich vor die Mannschaft gestellt, wenn die Mannschaft scheiße. Guck mal, ich kann dir eine Anekdote vielleicht kurz erzählen, Digga. Haben wir, wie hießen die nochmal? Westfalia Schalke, kann dann sein. Naja, auf jeden Fall gab es bei uns in der Kreisliga C so eine Mannschaft, die hat, weiß ich nicht, wie viele Jahre kein Spiel gewonnen. Da kannst du halt nur nicht mehr absteigen, ist schon die unterste Liga. Und na, so zwischen 10 und 22 Dinger haben die sich pro Spiel gefangen. Also das war so bemerkenswert, dass sie sich jeden Sonntag immer wieder zum Fußball treffen. Und da haben wir zu Hause gegen die gespielt. Und unser Trainer Eddie war so auf... Aber erzähl ich beim nächsten Mal, wir kommen voll vom Ding ab. Also Eddie, ja, Eddie hat auch schon mal im Schiedsrichter die rote Karte aus der Hand genommen, zerrissen und in seinen Mund reingesteckt. Das hat Eddie auch schon gemacht. Und von, was war denn das für eine Karte? True Story. Ja. Von daher, ja. Also und das war schon auf Kreisliga-Niveau war das schon teuer, ne? Und ja, ist halt immer so ein Ding, wenn das in der Bundesliga passiert. Wobei jetzt ihm natürlich keine Karten in die Fresse gesteckt hat. Nee, aber so ungefähr. Stefan, hättest du so einen Trainer gerne bei Schalke irgendwann auch in den letzten Jahren gehabt und der quasi mit der Mentalität auch nochmal 5% mehr dazu beigetragen hat, um die Klasse zu halten und nicht einen, der eventuell die Spieler nicht kennt. Ja, ich hätte den Baumgart gerne bei uns gesehen, ehrlicherweise. Ja, das ist... Definitiv, ja. Und gerade in der Saison, wo man so eine Truppe hat, die ja vermeintlich ja diese Champions-League-Ambitionen hatte, mit der man dann runtergegangen ist. Ich glaube, wenn man da einen Trainer hätte, der die Mannschaft richtig anpackt, nach außen hin auch die Mannschaft richtig vertritt und wie du schon sagtest, dann auch die Namen richtig bei der PK benennen kann oder in der Kabine. Ich glaube, das hätte viel, viel ausgemacht und klar würde man oder hätte man gerne so einen Trainer gesehen. Bin ja auch der Finde ich unseren jetzt, aber ja. Da bin ich sehr, sehr happy mit, muss ich auch sagen. Ja. Fair, würde ich auch genauso sagen. Ich finde, der passt sehr, sehr gut dahin. Der hat ja quasi das kleine gegen das große Stadion ausgetauscht und spielt ähnlichen Fußball und ähnliche Mentalität, die er da reinschmeißt. Insofern ist das voll der richtige. Baumgart habe ich deshalb so ein kleines bisschen als Moment ausgesucht, weil ich den halt so überragend gut fand in der Art und Weise, wie er da aufgetreten ist. Weil das halt auch viel, glaube ich, von dem, was in Köln vielleicht drumherum passiert, auch immer auffängt. Wenn du nicht so einen Trainer hättest, gäbe es in Köln, glaube ich, schon viel mehr Diskussionen um die Mannschaft. Ist übrigens die 10. Verwarnung, die er kassiert hat. Es gibt einen Trainer, der hat mehr, und zwar 12. Wisst ihr welcher? José Mourinho? Nee, also in der Bundesliga, ne? Jetzt aktuell. Also in der Bundesliga, okay. Sein Gegenüber. Richtig, Bo Svensson. Also die zwei waren genau ja, die, ja, wo es ja, eigentlich hätte stimmt, zum ja. Und Bo Svensson hat dafür weniger Spiele gebraucht. Ja, aber beide haben schon auf jeden Fall von der Tribüne coachen müssen. Ja. Was wieder ein kleiner Beweis dafür ist, wer in dieser Runde hier der wahre Quiz-Weltmeister ist. Haben wir nochmal vor uns stehen, wenn wir es in der Woche schaffen, hier mindestens zu dritt zu sein, ein Quiz, ja. Sehr gut. Sehr random, aber okay. Nee, einfach Fakten. Wir haben aber auch auf der anderen Seite jemanden, der sich hier mit Fug und Recht den besseren FIFA-Spieler nennen darf. Und der kann jetzt anfangen. Hast du was zu erzählen, zu Neuigkeiten für unseren Partner? Ich hab nichts Großartiges zu erzählen. Ich bin gespannt auf hier das Endergebnis in eurer FIFA-Backspin-Liga. Dann gib mir den Jingle. EA Sports. It's in the game. Und das ist ja mehr so eine Sache, die natürlich auch hier die Leute intern interessiert, weil ihr sie ja auch alle kennt, aber da draußen erzähle ich euch das auch. Wir haben eine offizielle Endtabelle unserer Backspin FIFA 23 Liga. Und ich habe ja erzählt, ich habe gute Nachrichten dabei. Und Coach, ich finde, du hast ja zwischendurch die Tabellen gesehen und die Konstellation, in der ich war. Ich habe einen einstelligen Tabellenplatz hingekriegt. Von, wann war das, 13 oder was? 14. Ne? Ja, von 14 okay. Bin ich 9. geworden. Okay. Ja, und okay.
Und sagen wir so, im Tabellar ist ein bisschen was wäre noch drin gewesen, aber na, das war keine gute Saison für mich. Und damit schließe ich ja auch für mich FIFA ab, genau wie ihr alle da draußen auch. So, machen Deckel drauf. Ich bin nach wie vor gespannt, wie denn das nächste aussehen wird. Es gibt ja die ersten Nachrichten schon zu EA Sports FC und die ersten Informationen dazu. Da werdet ihr beim Netz sicherlich auch schon was mitbekommen haben. Wenn es da noch ein bisschen konkreter wird, haben wir auf jeden Fall noch genug, was wir hier erzählen können. Ich kann auf jeden Fall den Trap 3 bei uns in der Liga mal gratulieren, offiziell. Denn die Liga hat dieses Jahr gewonnen mit 64 Punkten. Nobert von Viva Con Agua. Und nicht Benny, schade. Naja, Pillow, und ich sag dir, das ist einer, mit dem solltest du dich auf jeden Fall messen. Es gibt ein direktes Duell zwischen Nobert und Benny, in dem Nobert in der ersten Halbzeit festgestellt hat, was bei Benny die Stärken und die Schwächen sind und hat dann die zweite Halbzeit so gespielt, dass Benny nach eigenem Zitat sein Joypad zur Seite gelegt hat, weil er einfach nichts mehr machen musste, weil einfach der andere das taktisch so gespielt hat. Das wäre mal eine echte Herausforderung, glaube ich. Ja, ich habe den schon mal, ich weiß gar nicht mehr gegen wen das war, aber in einem der vorherigen Turniere, spielen sehen, der spielt halt auch gerne mal den Ball hinten rum und so, ne? Und ja, sehr, sehr nervig, sehr eklig, aber so einen musst du dann halt mit seinen eigenen Waffen schlagen, ne? Also gucken, ja. Wenn du den Anstoß hast, dann musst du halt den Ball halten und im Idealfall endet das dann in einem Tor und dann lehnst du dich zurück und sagst so, jetzt komm mal, mein lieber Freund. Aber wenn das nicht klappt, dann, weißt du, ist schon stark, habe ich gesehen damals, gar keine Frage. Zweiter Platz geht an Benny. Der hat es knapp nicht geschafft. Am Ende hat einmal zu viel verloren. So auch 20 Siege geholt, aber zwei Unentschieden zu viel gesammelt. Er hat zu wenig gesammelt und zwei Niederlagen zu viel. Und dritter ist Luke geworden mit 61 Punkten. Also insgesamt eine ganz spannende Liga. Im Keller haben sich Pimpf, Ulis und die P angesiedelt, aber die sind ja auch alle trotzdem immer mit viel Freude dabei. Ich auf Platz 9 und leider den letzten Platz in meinem Backspin-internen Team. Das ist ein bisschen bitter für mich, aber gehe ich mit um. Wir werden euch auf jeden Fall, würde ich sagen, in den nächsten Wochen mal ein bisschen Informationen zusammensammeln zu EA Sports FC. Das ist dann Pillows Job, mal ein bisschen was zusammenzusammeln und mal gucken, was er da schon erzählen kann. Ansonsten wird es ein kleiner Block heute und wir haben noch ein Fundstück, ne? Absolut richtig. Wir springen nach Leipzig. Dort wurde gespielt RB gegen Augsburg zu Hause. Und wir reden über das Banner, was die Fans dort ausgebreitet haben und auf dem stand kein Safe Space für Nazis, M. Müller raus aus dem ZS. M. Müller, damit ist Melanie Müller gemeint, ich glaube bekannt aus verschiedenen Reality-TV-Formaten oder wird hier und da auch als Ballermann-Sängerin betitelt und ZS in dem Fall für Zentralstadion, so hieß früher die Spielstätte. Wo RB Leipzig heute spielt. Hintergrund ist, dass die rund um die Sängerin ein Video kursierte jetzt zuletzt, auf dem man erkennen kann, könnte, wie auch immer das juristisch richtig formuliert ist, dass sie einen Nazi groß macht. Sie sagt nein, das mache ich immer schon so zickezacke, zickezacke mäßig, streckt sie den rechten Arm dementsprechend aus. Und die Fanszene positioniert sich aber dahingehend klar und sagt eben, sollen noch alle ins Stadion kommen, aber bitte keine Nazis. Klares Statement, Ich kenne die gar nicht. Ich sehe die nur ab und zu, fällt die irgendwo. Ich weiß gar nicht, was die macht, was die je gemacht hat oder so, aber ich nehme in den letzten Wochen und Monaten wahr, dass die eine Nazi-Braut sein soll. So steht da. Irgendwo ploppen immer irgendwelche Meldungen auf. Wie heißt die nochmal? Müller? Melanie Müller. Ja, das Bild wird noch durch andere Ereignisse irgendwie durch, was weiß ich, Jacken, die ihr Freund trägt oder was auch immer oder vermeintliche Freund trägt von entsprechenden nazinahen Marken und alles, genau. Ergibt sich da so ein Gesamtbild, ja. Ja, soll sie sich auf die Kerze setzen, soll sich verpissen. Lustig auch, dass mir RB-Fans so auf Tradition machen, indem die so das Zentralstadion mit ZS abkürzen. So. Also ja, nee, als wenn das die Glückaufkampfbahn wäre oder Parkstadion oder so. Man, ihr habt die Scheiße gefressen in eurem Stadion. Ja, dazu gehört ja auch, also schreib mal, also du kennst ja auch diese Banner da, schreib da mal Zentralstadion aus oder schreib da von mir aus Red Bull Arena, ne? Also, ja. So heißt sie doch, ne? Red Bull Arena, oder? Ja, aber ist auf dem, das muss man ihnen schon zugute heißen, ist auf dem Grund des Zentralstadions, ne? Das ist das gleiche Stadion. Richtig, genau. Früher, 1956 hieß es noch. Ist da reingebaut in das gleiche Stadion. Insofern, es ist immer noch das Zentralstadion, auf dem Fußball gespielt wird, der Rasen in der Mitte. Okay.
Ja, ist ja okay. Ich will ja damit an einer anderen Stelle... Tradition wird jetzt groß geschrieben. Nee. Ja, aber Tradition wird jetzt abgekürzt, ja. Aber genau das, was man RB ja sonst anzupfelt, was sie alles immer so, was der ganze Verein und so, finde ich ehrlicherweise diese, und deshalb ist es, finde ich, ein sehr gutes Fundstück der Woche, zeigt klare Kante auch in einer Stadt oder einer Region, in der es vielleicht politisch da auch bei Wahlen ab und zu mal andere Ergebnisse gibt, die anderes vermuten lassen, gibt es ein sehr klares Signal, was ich auf jeden Fall auch sehr spannend und sehr interessant fand, dass sie so deutlich gegenüber einer Reality-Sternchen-Persönlichkeit machen. So. Also da bin ich bei dir. Eigentlich ist sie nicht Feind der Nation oder irgendwie, ja. Ja, aber wollten sie trotzdem nicht in der Kurve haben. Auch der Verein sie hat auch für Heimspiel-Tickets schon versucht zu kriegen und so, und auch da haben sie ja davon abgeraten, ins Stadion zu kommen. Also Persona non grata. Krass. Also ich meinte das auch gerade so nach dem Motto, sie hat eigentlich gar nicht diese Relevanz, dass ich jetzt dachte, dass sie da irgendwie eine Kurve Plakate für sie schreibt, auch wenn es natürlich schön ist, sich gegen Nazis oder nazinahe Menschen zu platzieren. Aber okay, also sie hat anscheinend die nötige Relevanz, dass sich ein Bundesligist dazu äußert. Wir lassen das mal so stehen. Hauptsache, die setzt sich jetzt endlich auf eine Kerze. Ja, du suchst schon mal die Kerze raus, Pillow. Ich suche bestimmt keine Kerze für die raus. Und Stefan, kannst du mal den Leuten erklären, wenn sie wollen, wie sie Mitglied vom Fanclub werden und was sie für Grundvoraussetzungen brauchen? Brauche ich eine Los Angeles Postleitzahl, um Mitglied zu werden? Nein, definitiv nein. Also gerne den Kontakt über Social Media suchen, sei es Twitter, Instagram oder auch Facebook sind wir auch noch. Da haben wir eine Facebook-Gruppe, gerne uns anschreiben, wir antworten relativ zeitnah, also wirklich sehr, sehr schnell. Also man muss nicht zwangsläufig in Los Angeles oder im Postleitzahlbereich von LA ansässig sein, um Mitglied zu werden. Auf jeden Fall haben wir von Pillow die Aufgabe erhalten, alle dafür zu sorgen, dass die Followerzahl erheblich steigt. Also insofern habt ihr da draußen jetzt eine Aufgabe. Der solltet ihr nachkommen, denn ihr wisst, was es bedeutet, wenn Pillow sauer wird. Ich will trotzdem versuchen, das wieder live zu erleben, indem ich in 2 Wochen oder 1,5 Wochen mit dir in einem Stadion sitze. Ob ich das hinkriege, weiß ich noch nicht. Aber ich gebe mein Bestes. Hören wir uns dann nächste Woche wieder oder bist du da beruflich irgendwo verhindert? Nee, nächste Woche hören wir uns in jedem Fall wieder. Darauf die Woche dann wurde gesagt, dass hier mit 2.5. und so, da müssen wir mal schauen. Aber nächste Woche bin ich ganz normal im wunderschönen Luftkurort Gelsenkirchen-Rothausen zugegen und sitze um 20 Uhr bereit in der Aufnahme. Ja, im Königreich quasi. Ich glaube, die muss ein bisschen später stattfinden, die Aufnahme. Ja, stimmt, hast du. Ja, kann auch ein bisschen später stattfinden, ist auch okay. Ja, genau. Und das heißt, Peter, du hast noch einen Tick mehr Zeit, um einen Quiz vorzubereiten, damit der amtierende Quiz-Weltmeister seinen Titel verteidigen kann. Finden wir alles nächste Woche raus. Danke, Stefan, dass du da warst. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal eben persönlich. Und ich setze voraus, mindestens irgendwo im Clubheim des Fanclubs in L.A. Wenn nicht, auch woanders. Und euch da draußen, bleibt uns gewogen. Denn wichtig ist auf dem Platz, dass es das, worum es geht. Bis dann. Tschüss. Ciao. Peace.